Warum sollte man in eine Paid-Ads-Strategie investieren? Die Vorteile liegen darin, dass mehr potenzielle Kunden erreicht werden und mehr relevante Daten zur Analyse zur Verfügung stehen. Zu jedem Beitrag wird angegeben, wie die Nutzer auf diesen gestoßen sind, welche demografischen Daten sie vorweisen, was sie interessiert. Facebooks AdRank-Algorithmus bevorzugt bezahlten Content gegenüber organischem. Um das volle Potenzial einer Facebook-Unternehmensseite auszuschöpfen, kommt man früher oder später um bezahlte Werbung nicht herum. Facebook und auch Instagram bieten diesen Service vergleichsweise kostengünstig an. Es ist nicht das Ziel, einzelne Posts zu bewerben, sondern großartigen Content zu entwickeln und als Bonus die Paid Ads zu verwenden, um die Effekte zu verstärken. Zuerst solltet ihr eure Posts ganz gewöhnlich veröffentlichen. Anschließend könnt ihr ermitteln, welche Posts am beliebtesten sind. Damit diese mehr Aufmerksamkeit bekommen, solltet ihr eine Zielgruppe finden, für die dieser Inhalt relevant ist. Nun könnt ihr mit einem kleinen Budget testen, welchen Einfluss die Facebook-Ads auf den Posts nehmen. Nach einigen Tagen kristallisieren sich diejenigen Posts heraus, die von den Ads am meisten profitieren. In diese sollte dann mehr Geld investiert werden. Wie entscheidet man, welche Posts am meisten von einer bezahlten Kampagne profitieren? Das hängt von den Business-Zielen ab. Sollte das Ziel sein, mehr Aufmerksamkeit durch Social Media zu generieren, sind die Likes, Kommentare und Shares zu beachten. Ist das Ziel, den Traffic auf der eigenen Webseite zu verbessern, interessiert die Anzahl der Klicks, die ein Beitrag bekommt. Ebenfalls sollte das negative Feedback im Auge behalten werden. Stark kontroverse Posts sollten nicht ausgewählt werden. Mit dieser Strategie im Kopf kann die erste größere Kampagne in Auftrag gegeben werden. In Facebook findet ihr diesen Punkt im Werbeanzeigenmanager unter Kampagnen. Wenn ihr auf Erstellen klickt, öffnet sich ein Fenster, in dem ihr ein Werbeziel festlegen könnt. Die Oberbegriffe sind Bekanntheit, Kauferwägung und Conversion. Anschließend wird das Budget festgelegt. Man kann zwischen einem Tagesbudget und einem Laufzeitbudget entscheiden. Auch der Zeitraum wird eingetragen. Diese Daten stellen Grenzwerte dar, sodass nie mehr als die gezeigten Kosten anfallen. Anschließend wird die Zielgruppe definiert. Hier gibt es drei Möglichkeiten. Man kann die Kernzielgruppe, die Custom Audience oder die Lookalike Audience auswählen. Die Kernzielgruppe ist die Gruppe, die ihr euch selbst spezifisch ausgesucht habt. Ihr beschreibt eure Zielgruppe über demografische Daten, Interessen und Verhalten. Suchen wir also beispielsweise weibliche Nutzer im Alter zwischen 25 und 40, die in Köln leben. Als nächstes definieren wir die Interessen. Als Beispiel wollen wir ein Kochset online verkaufen. Dafür bietet sich das Interesse Kochen an. Der Punkt Verhalten hilft jetzt, diejenigen Nutzer auszuwählen, die mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auf eine entsprechende Anzeige reagieren. Dafür wählen wir interagierende Käufer aus. Die Custom Audience zielt auf Nutzer ab, die bereits in Kontakt zu dem Unternehmen standen. Die Lookalike Audience erreicht neue Menschen, die ein ähnliches Verhalten zeigen wie die besten Kunden. Zusätzlich lässt Facebook einem die Wahl, wo die Anzeigen geschaltet werden sollen. Dazu wählt man zwischen automatischen Platzierungen und der eigenen Bearbeitung. Facebook empfiehlt die automatische Platzierung, da nach eigenen Angaben der Nutzen des Budgets vollständig ausgeschöpft wird. Möchte man selbst entscheiden, wo die Werbung angezeigt wird, kann man die Platzierung beispielsweise auf die Handy- oder Computernutzung beschränken. Weiterhin habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Anzeigeformaten. Der Werbeanzeigenmanager zeigt direkt die Performance der Kampagne an und erlaubt es, diese zu bearbeiten.